Boxentüren auf an der 1700 Meter Marke. Die Gruppe 3 Prüfung ist gestartet. Wer erwischte den besten Start? Nuna an der Innenseite. Mit außen davon Tickle Me Green. Dahinter sehen wir dann direkt die Gruppe mit Wonderful Moon. Mit an der Außenseite Inaugural. Dahinter ist das Schwesterherz von No Limit Credit. Vor außen Prince Oliver. Und letztes Pferd ist zunächst einmal Near Poet. So geht es in 5, in 6 Spuren die Gegenseite hier hinunter. Wer hat optisch das Kommando? Das ist die Frage. Nuna zeigt den Weg vor Tickle Me Green, an der Außenseite der Prince Oliver, dahinter ganz innen dann Wonderful Moon, dann ganz außen Inaugural, noch weiter außen ist das No Limit Credit und Near Poet und am Ende des Feldes dementsprechend jetzt Schwesterherz auszumachen. Viele Positionsveränderungen, Mitte gegenüber, gleich Ausgangs der Gegenseite. Prince Oliver führt vor No Limit Credit, dann ganz an der Innenseite Andra Starke mit Wonderful Moon, dahinter Nuna vor Schwesterherz, vor Tickle Me Green, vor Inaugural und Near Poet ist mittlerweile am Ende des Feldes auszumachen. So geht es durch den Bogen bereits hindurch im Herzog von Ratibor-Rennen. Wonderful Moon mit gespitzten Ohren an der Spitze. Mittlerweile vor Prince Oliver, vor No Limit Credit. Dahinter ist es Nuna, die bleibt mit dabei. Dann ist es Inaugural an der Innenseite. Schwesterherz, Tickle Me Green ist in größten Nöten. Und dann Near Poet an der Innenseite. Spielend leicht zunächst einmal. Wonderful Moon geht nach vorne. Wonderful Moon außen, Prince Oliver. Schwesterherz läuft ein Riesenrennen. Dann No Limit Credit. Aber innen verabschiedet sich einer. Und er heißt Wonderful Moon für den Stall Wasserfall. Freunde, der ist turmhoch überlegen, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich das mal an. Was ist das denn für eine Leistung von Wonderful Moon für Henk Grewe, für den Stall Wasserfreunde und für Andra Starke? Das sind 15 Längen, meine Damen und Herren. Wonderful Moon gewinnt gegen Schwesterherz. Henk Grewe 1-2, dann hier Poet vor Tickle Me Green, Markus Klug, also 3-4, dann No Limit Credit, Inaugural, Nuna und Prince Oliver. Aber sowas haben wir ja Ewigkeiten nicht gesehen, meine Damen und Herren. Was war das für eine Vorstellung? Wow, wir haben Gänsehaut pur. Wonderful Moon. Turm hoch überlegen reicht gar nicht. Boah, war das eine Vorstellung.